Wir messen jetzt den Trübungskoeffizient. Die hat ein Pheromon drin und eine Kamera. Hier noch etwas aus der Rubrik Verkaufen von unserer Seite. Alle die Werte sind jetzt hier in dieser offiziellen Messung eingetragen. Guten Morgen und willkommen zurück bei uns auf dem Leimhof. Keine Panik wegen dem, das sieht viel schlimmer aus als es ist. Ihr habt es vielleicht auf den letzten Videos gesehen, hat immer ein Fläschchen drauf gehabt. Eine kleine Wunde, die sich entzündet hat heute Morgen. Ich bin das aufschneiden und jetzt sieht es etwas schlimmer aus als es ist, aber es heilt. Alles gut. Ihr habt rege diskutiert in den Kommentaren auf YouTube über das letzte Video, ob ich jetzt zu hoch meine oder nicht oder wie das sei. Leute, ich finde es super, wenn ihr diskutiert, aber bleibt anständig miteinander. Wir haben in der Landwirtschaft weitaus wichtigere Sachen zu tun, weder einander zu zeigen, was richtig und was falsch ist, sondern es geht darum, dass die Bevölkerung begreift, das Lebensmittel produzieren. Das ist Arbeit, und zwar 24/7. Stopp, ich muss gerade noch mit etwas schnell zwischen reingrätschen. Abonniert doch bitte den Kanal. Das würde mich wahnsinnig freuen. Wir sind nur noch 700 Abonnenten entfernt von 10'000 auf YouTube. Helft mit! Weil das Fernziel ist, dass wir bis zum Leimenhoffest am 7. September 10'000 Abonnenten haben. Das würde mich extrem freuen. Also darum drauf drücken und merkt euch das Datum. 7. September Leimenhoffest. Es regnet wieder einmal. Momentan ist halt so ein bisschen Aprilwetter im Mai. Marco war gerade noch am Futterabladen. In unserer Maschinenhalle gibt es einiges zu. Der Flug muss abgehängt werden, weil den brauchen wir nicht mehr. Wir haben noch etwas gegachert. Es gibt noch ein bisschen Sorghum und Mais. Dann das Wurfgebläse. Da muss man noch etwas flicken. Und hier ist ein bisschen ein Durcheinander. Da werden wir noch ein bisschen aufräumen. An die Arbeit. Regenwetterprojekt. Marco macht hier noch eine Grillschale für unseren Campingplatz. Hier nehmen wir zwei Stellplätze. Hier eine. Wenn ihr mal vorbeikommt mit eurem Camper, könnt ihr das gerne machen. Buchen über Nomadi oder unter leimenhof.ch. Dort ist es drauf, könnt ihr uns ein Mail machen, wenn ihr weit kommt. Ein ganz guter Mail. Hier noch etwas aus der Rubrik Verkaufen von unserer Seite. Wir haben eine Standbandschleifmaschine mit Ersatzschleifbänder. Die läuft eigentlich einwandfrei. Das Einzige, was wir daran machen müssen, ist, es muss ein neuer Stecker dran. Und der Schalter, der macht ab und zu ein bisschen Probleme. Den Schalter müsste man wechseln. Wenn jemand interessiert ist, bitte schreiben unter info@leimenhof.ch. Für 100 Stutz ist das Teil euch. Wir fangen nämlich an mit Dröscherflicken nächste Woche und dann macht es viel mehr Spass, wenn alles aufgeräumt ist, weil ja, da ist jetzt einiges bleiben liegen. Wir haben den Frühling viel gemacht. Die Regale sind schon ein bisschen aufgeräumt. Es muss hier innen noch ein bisschen etwas gehen. Ich kann euch noch erklären, was das mit dem Versuch auf sich hat, den wir hier machen. Bei den Kichererbsen geht es nämlich schon recht vorwärts. Die werden immer wieder grösser, wachsen schön. Jetzt wäre es dann gut, wenn wir mal ein bisschen richtig viel Sonne hätten. Das ist eigentlich eine Kultur, die Sonne braucht. Das Teil, das ihr hier seht, ist die elektronische Falle, also die digitale Falle. Die hat ein Pheromon drin und eine Kamera. Wird mit Solar betrieben. Und so wissen wir genau, wenn dass der Baumwollkapselwurm einfliegt und wenn wir ihn bekämpfen müssen. Die Mittel, die wir hier einsetzen wollen, sind sehr spezifisch. Also das muss zum richtigen Zeitpunkt gemacht werden, sonst funktioniert das am Schluss nicht. Wir haben immer so Streifen auf dem Feld. Kichererbsen, Linsen. Und das ist aus diesem Grund so. Wir haben ein Feld, wo wir gar nichts machen. Also da gibt es keine Bekämpfung gegen Baumwollkapselwurm. Vielleicht gibt es sowieso gar keine Bekämpfung, wenn nämlich nichts in die Fallen reingeht. Ist ja keiner da, dann müssen wir auch nichts machen. Dann das Zweite, was wir machen, ist, das schaffen wir nur mit Nützling. Das Dritte, was wir machen, ist, das schaffen wir mit einem Bacillus. Und das Vierte, was wir machen, das schaffen wir mit beidem. Und die Linsen dazwischen sind aus dem Grund, dass wir immer einen Abstand zwischen diesen Versuchsparzellen haben. Und noch den Effekt besser messen können. Ein kleiner Abstecher zu unserem Maisversuch. Also ein Versuch, aber das jetzt nicht nennen. Es ist einfach ein Vergleich, ein Maisvergleich. Ich glaube,
16 Sorten, 15, 16 Sorten. Im letzten Video habe ich es gesagt, ich habe es schon vergessen. Und hier schauen wir halt einfach, welche Sorten das hier jetzt in unserem Gebiet am besten funktioniert. Was positiv ist, Krähen haben hier nicht gewütet. Also, das ist ein grosses Problem momentan, dass Krähen am Mais picken und das kann bis zu einem Totalausfall sein, dass das ganze Krähenschwärm alles wegfressen. Und was man jetzt so sieht, ist, dass die meisten Sorten eigentlich schön auflaufen. Gleichmäßig auflaufen. Das ist eigentlich mal gut. Arturello, Essenzo und Intelligenz. Die verschiedenen Sorten. Hier unten haben wir noch Linsen. Und zwar die rote Linse. Die andere, die wir haben, ist die grüne Linse. Die hier ist jetzt die rote. Läuft aber etwa gleich auf wie die grüne. Dunkelt mir fast noch ein bisschen. Läuft ein bisschen schneller auf. Und nebenan haben wir hier nochmals das Versuchsfeld. Hier Kichererbsen. Warum haben wir hier nochmals Kichererbsen? Aus dem Grund, gerade nebenan hier ist das alte Kichererbsenfeld von letztem Jahr. Und weil man nicht genau weiss, ob der Baumwollkapselwurm oder eben der Falter hier überwintert, haben wir hier noch einfach 10 Ahren gemacht. Auch mit einer Falle. Zum Schauen, kommt er hier eher als auf dem Feld, wo direkt bei uns neben dem Hof ist. Dann können wir ein bisschen eine Ahnung über, ob der Schädling bei uns überwintert oder jeweils wieder neu einfliegt aus dem Süden. Heute Nachmittag machen wir noch etwas Wichtiges, das nicht vergessen geht. Nämlich das hier machen wir heute noch. Abgastest. Bei den Autos zum Teil muss man das nicht machen, aber bei den Traktoren ist das immer noch Pflicht. Es kann jetzt auch sein, dass ich hier wieder ein Seich erzähle, dass es bei den ganz neuen auch nicht mehr Pflicht ist. Egal, auf jeden Fall, bei dem müssen wir es machen und das kann ich jetzt auch machen. Jetzt machen wir den Abgastest. Ganz ehrlich, ich kann euch nicht genau erklären, um was es hier geht. Ich weiss nur, dass am Schluss die richtige Zahl da drauf muss stehen. Wenn sie nicht stimmt, dann ist es ein bisschen blöd. Linus, was messen wir genau? Wir messen jetzt den Trübungskoeffizienten im Abgas. Der schaut einfach, wie die Luft, also wie trübig ist die Luft. Ja. Drei Zahlen, untere Leerlauf und obere Leerlauf, das soll noch stimmen. Ja. Und nachher gehst du einfach, musst du 6 Gasstöße geben, also 6 Mal musst du von ganz unten aufdrehen. Und dann schaut hier innen, hat es so eine Lichtbarriere, wo dann Teil vom Abgas durchgeht und der schaut dann, wie fest die Luft trübt wird. Also. Und wenn das darf einfach einen gewissen Wert nicht überschreiten. Und wenn jetzt das nicht wird stimmen, was würde man dann machen? Dann ist es schlecht. Also ja, bei denen hier, bei den neueren stimmt es eigentlich immer. Meistens ist es null. Aber bei den älteren ist es dann wird es viel eingespritzt oder so. Dann muss man dort ein bisschen anpassen oder einspritzen. Dann geht es dann. Einstellen. Also das hoffen wir jetzt, machen wir bei dem nicht. Also wenn er gesagt hat, unser T6 ist zwar auch schon, glaube ich, 10-jährig, aber der sollte eigentlich jetzt hier fit sein für den Test. Wenn wir das nicht machen, zahlen wir für jeden Monat, wo wir zu spät sind, 100 Stutz. Da gibt es noch einen Unterschied im Intervall. Die 40 laufen, die müssen alle 2 Jahre. Und die ein bisschen weniger schnell laufen, die 30er, die anderen, die müssen alle 4 Jahre, hat Linus gesagt. Durchkommen, 2 Jahre wieder. Alle die Werte sind jetzt hier in dieser offiziellen Messung eingedreht und bestätigt, dass es so ist. Es sieht schon mal gut aus hier innen jetzt. Marco hat alles gegeben. Jetzt geht es nur darum, Sachen, die wir irgendwie noch nicht wissen, was damit machen oder die nicht eingesortiert sind, wieder einsortieren. Was hast du da für eine Technik, Marco? Alteisen und nicht Alteisen. Sogar noch das Deo ist führen gekommen. Für unsere Dröschenfahrer, dass sie nach 2 Tagen nicht so stinken in der Dröschenkabine. Das Abonnieren nicht vergessen, hier unten wäre ich dankbar. Die 10'000 die bringen wir an in den nächsten 2-3 Monaten, bin ich überzeugt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen. Sagst du auch noch Tschüss, Marco?